Ja, irgendwo hier muss ein langer Flur sein, der führt zum Ende deines Traums. Lass uns danach suchen. Okay, machen wir das so mal. Oh, hier sind schon wieder alles Albträume. Zange hier. Und das wird einem wahrscheinlich später das Genick brechen, wenn man das dann aufzulässt. Könnte ich mir so vorstellen. Oh, wie viele sind denn hier? Mein lieber Kokoschinski, da nehme ich gar kein Ende hier. Ich gehe jetzt mal in Defensivmodus. Der Geschichte. Da kann man wieder ein bisschen ausweichen. Schön knackig viele, muss ich sagen. Da muss man jetzt schon ein bisschen gucken mit der Rolle, dass man da auch rauskommt. Gucken uns das jetzt hier erstmal alles in Ruhe an, was es hier zu holen gibt. Runterspringen oder was? Ah, daneben. Oh nein! Ich habe jetzt nur hier total den Überblick verloren, wo ich bin. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Was ist das da? Hey, das sieht gut aus. Ich bin noch gar nicht fertig. Was haben wir hier? Fragezeichen. Monster. Geschenk. Geschenk ist gut. Meteorbombe mal 5. Super. Fragezeichen. Geschenk erhalten. Und jetzt Monster. Juhu! Ach, komm her. Das ist ja nix. Ach, mehrere Monster. War ich nicht hier gerade schon mal? Habe ich hier nicht gerade schon mal gekämpft? Moin, lieber Kokoschinski, ey. Sind das da jetzt für ein roter Balken? Das wüsste ich mal gerne. Also das Agro oder was heißt das? Wenn ich Agro hab oder was soll das?
Oh Mann, ey, das war Mist. Oh, wo ist der Rest vom Schützenfest? Aber drängt die denn da hoch? Ist das doof? Bleib stehen, ja. Ich glaube, dieser rote Balken heißt, dass man Aggro hat oder dass die Viecher einen sehen. Also. Okay. Okay, okay. Was ist das jetzt da runtergefallen? Okay, also so langsam begreife ich hier die Geschichte. Also nicht die Geschichte, aber was hier abgeht. Die Sache. Ja, wo wir jetzt liegen. Ah, komm ich nicht dran. Nein, jetzt komm ich. Ah, da kommt schon wieder neue, ey. Gibt's doch nicht. Jetzt schon riesig. Aber bis jetzt ist es spaßig. Hier muss nur noch ein bisschen, natürlich storymäßig, ein bisschen was dazu kommen, aber ich denke, das wird im Hauptspiel schon der Fall sein. Jetzt wieder Geschenke. Vogelhammer, mal eins. Machen wir nach oben noch. Da haben auch schon wieder Gegner. Ey, alter Schwede. Das hat sich verwandelt. Ich glaube das nicht. Alter Schwede. Alter Verwalter, ich bin ein dicker Büffel. So, haben die Augen weggemacht. Geht, Schenke erhalten, hier super duper. Hier ist wieder der Gang. Sind wir denn fertig hier? Nicht wirklich, ne? Haben wir nicht alles erkundet, oder? Was hat hier? Wetter ändern? Fragezeichen. Das ist noch ein Dicker. Okay. Den einen haben wir noch nicht da hinten. So verdammten Axt kriegen wir den einen da oben. Den da. Gehen wir rüber. Könnte ich da eventuell hochklettern? Aber so geht da nichts. So geht da nichts. Na komm, egal. Egal. Da kommt man da irgendwie in das Haus rein. Kommt man da rein? Nee, nicht
nicht wirklich, oder? Man sieht zumindest nichts. Vielleicht irgendwo? Nö, da guckt man hier mal. Zumindest sehe ich nichts. Ist mir jetzt auch egal. Irgendwann den Dicken da kleben. Gehen wir mal hier rein. Dieser Flur führt zum Ende deines Traums, dorthin, wo du dich geborgen fühlst. Ja, schauen wir doch mal, wo ich mich so geborgen fühle. Du warst schon immer eine Hütte schlafen mit so, woher weiß der das? Hat ihm das gesagt? Ich weiß ganz schön viel über dich, was? Beeindruckt? Ja, ich bin schon beeindruckt, was mein Hamster so über mich weiß. Bist du bereit? Wir sind fast am Ziel. Bin bereit, Hamster. Er lädt und lädt und lädt. Ich bin gespannt, ob die Demo jetzt schon zu Ende ist oder ob es noch weitergeht. Wow. Die Zitadelle. Und hier schlafe ich? Irgendetwas stimmt hier nicht. Denke ich auch. Boah, aber heftig. Aber echt heftig. Ja, dies ist dein Zuhause, dein Ort der Geborgenheit. Ist das aber nicht, oder? Oh, no. Ui, mein Hamster. Da. Wow. Wow. This one will protect you through your darkest dreams. Aha. But okay. Remember, Noct. In the world of your dreams, you are king. Ja, zeigen wir dem jetzt erstmal. Not afraid. Ja, sicher. Ach du Scheiße, jetzt kriegen wir einen Trefferpunkt, der ist aber gemein. Oh, oh. Ein bisschen ausweichen ist, glaube ich, nicht schlecht. Weg. Alter Schwede. Jetzt steht er und macht nichts mehr. Wie doof ist das denn? Jetzt, wenn ich rangehe, macht er bestimmt wieder Blödsinn. Hier. Wie
denn jetzt wieder zu, der zusätzliche Dingesibumens hier? Feuer, Breitschwert. Ein Schwert, ja, toll. Ich brauch mal irgendwie, das ist total gut, wenn ich hier so warp, was ist das denn? Großartig noch, du hast es geschafft, naja. Eher schlecht als recht, ne? Endlich kannst du aufwachen. Platin-Schalter freigespielt. Das Portal zur Wirklichkeit, die wird... nee, lass das nochmal. Ich guck nochmal da hinten. Was da noch ist. Ne, Monster. Ein Monster brauchen wir nicht noch mehr. Ne, Dankeschön. Boah, aber Leute, guckt euch das an. Ist schon fett, oder? Die Stadt sieht irgendwie noch so ein bisschen unscharf aus. Könnte noch ein bisschen knackigere Texturen vertragen, aber sonst schon ganz cool. Ja. Wow, Knight Rider. Wann fühlst du dich am geborgensten? Ja, toll. Thanks. See you. Hamster. 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 Ja, mein Begleiter heißt Hamster auf jeden Fall. In der Platine. Oh, schade, dann war's schon. Ja, in Final Fantasy 15 wirst du dich mit einem erwachsenen Noctis und seinen treuen Freunden auf eine Reise durch eine weitläufige und lebendige Welt begeben. Ja, schön. Das ganze Final Fantasy 15 Team, einschließlich deines putzigen Begleiters Hamster, freut sich darauf, dich bald wiederzusehen. Ich freue mich auch. Bis bald. Ciao, Hamster. Alles Gute. Hamster, der WhatsApp-Hamster. Nein, wollen wir nicht erwerben jetzt hier. Später. Ja, super. Okay. Habe ich mir gemerkt. So, ja, war noch ein ganz netter Einblick in die ganze Geschichte. Ich hätte mir jetzt ein bisschen Story eigentlich erwünscht, weil es hieß, es ist halt eine Vorgeschichte von dem ganzen Kram. Story war jetzt nicht wirklich hier zu sehen, aber auf jeden Fall konnte man schon mal ein bisschen gucken, was die Grafik-Engine drauf hat und wie die Kämpfe so laufen, obwohl die bei Dusk, glaube ich,
viel tiefergehend waren, aber da werden wir auch noch reingucken, ja. Bis dahin, 45 Minuten haben wir gebraucht, alles Gute, euer Theodor. Lasst einen Daumen nach oben da, den Channel abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns wieder mit Hamster und dem Theo. Ciao, ciao.